Katama, ik ben Jörg en welkom bij de Playoff Halbfinals. Mit einem super 14-0 haben wir Lausanne in den vierten Finals einfach heimgeschickt. Jetzt stehen die Halbfinals an und da erwartet uns niemand Geringeres als der EHC Kloten. Im Gegensatz zum richtigen Hockey ist Kloten in unserer Saison hier auf meinem Kanal Wi-Fi richtig stark gewesen. Sie haben die ganze Saison nämlich auf dem Platz 4 abgeschlossen, haben jetzt in den vierten Finals sogar den ZSC mit 4-2 rausgehauen und in den anderen Partien hat Fribourg Bern 4-3 geschlagen und Lugano hat Servette Genf 4-3 rausgehauen. Das kommt jetzt somit zu folgenden Halbfinalpaarungen. Natürlich wir EVZ gegen Kloten und die andere Paarung Lugano gegen Fribourg. Das sind zwei spannende Duells und ich bin richtig gespannt, wer unser Gegner wird denn im Finale sein, sofern wir natürlich Kloten schlagen. Das ist natürlich die Hauptvoraussetzung. Ob das klappen wird oder nicht, das erfährst du nur, wenn du natürlich die ganze Serie fertig schaust. Und damit du das nicht verpasst, vergiss nicht natürlich meinen Channel kostenlos abonnieren. Und wenn dir das Ganze gefällt, würde ich mich natürlich auch noch über einen Daumen nach oben zu dem Video freuen. Denn ihr wisst ja, eure Likes, eure Abos und eure Kommentare sind meine Motivation, um da weitermachen. Und weil ihr mich so geil supporten, ist meine Motivation natürlich zu oberst oben. Und mit der starten wir jetzt in die erste Halbfinalpartie. Los geht's! Spiel Nummer 1 beginnt. Und wir verlieren das Bulli. Scheiße! Unser erster Angriff geht der Schuss von hinten. Schade. Da kommt Topscore. Du bist zwar allein, aber du machst das von hinten. Ja, das kann gut sein, wenn da einer mitläuft. Das läuft. Ach, fuck. Hey. Oh! Oh! Ich will eigentlich nicht ins Lauf gehen, wenn da einer mitläuft. Es läuft keiner mit. Aber irgendwie können wir an die Scheibe. Und wir drücken sie rein zum 1-0. Yes! Ah, das wird kein Geld. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Nein! Gerade raus, gleich 1-1. Stefan, den hätte ich schon auch wirklich können heben, Mann. Aber egal, wir holen uns jetzt wieder die Führung. Was habe ich gesagt? Wir holen uns die Führung. Da ist sie wieder. Unsere Führung. 2-1. Jetzt 3 Goal direkt nacheinander. Das könnte noch richtig heftig am Match werden. Nein, nicht gerade wieder Ausgleich. Nicht gerade wieder Ausgleich. Hey, das gibt's doch nicht. Gerade wieder der Ausgleich. Schon 2-2. 4 Goal nacheinander. Die könntest du zitten. Das ist ja unglaublich. Oh, und jetzt geht wieder die Führung. Komm. Nein, schade, das mal nicht. Wir können Powerplay spielen, perfekt. Jetzt holen wir uns wieder die Führung zurück. Nämlich genau so. Nein, mein eigener Fresse. Und jetzt rein. Jawohl. Was sind das für Szenen in diesem Match? Oh mein Gott, das ist unser eigener Spieler im Fresse. Schieber prallt ab und irgendwas. Wie geht es ihnen doch noch rein? Und wir führen wieder mit einem Goal. 3-2. Wenn es so weitergeht, dann kann ich euch eigentlich nur noch Goal zeigen. Schön, Stefan. Was ein krankes erstes Drittel ist das gewesen. Und das zweite Drittel geht genauso krank weiter. Meine Güte. Oh, das wird heikel. Das wird heikel. Ich habe gesagt, es wird heikel. Und was ist passiert? Es ist heikel geworden. Kloten gleicht aus zum 3-3. So viele Goals sind schon lange nicht mehr gefallen. Das ist ja unglaublich. Wir machen auch noch mal Goal. Jawohl. Komm, pass. Nein, scheiße. Aber jetzt. Nein, doch. Oh mein Gott, was ist das jetzt gewesen? Ah, komm, da können wir schön durch. Perfekt, nicht zu Pass. Oh, mit Glück. Mit Glück kommt er noch zu uns. Und wir verwerten den Glückspass zum 4-3. Das ist ein unglaublicher erster Match gegen Kloten. Ich kann es nicht glauben. Wenn du das genau nicht so kannst glauben, schreib das unten in den Kommentaren rein. Einfach Hashtag nicht glauben. Nächstes Goal. Ganz klar gewesen. Das ist sowas von klar, dass es das nächste Goal gibt. Haben wir gerade gesehen, wo ich die Scheibe annehmen konnte, wie der Goalie dort komisch gestanden ist, dass er kann schön rauf ins Kreuz hineinschiessen und dann sitzt er. Und es war ja so. Gewesen. Yes! Machen wir auch noch 6-3 oder gibt es vor der Ausgleich? Ich weiß es nicht. Jetzt vielleicht? Nein oder? Ah, schade! Aber wir haben noch die Scheibe. Wir haben sie noch und jetzt geht es rein. Nein, doch nicht, aber hey, schauen das an. Schade, wäre das wieder geil gewesen. Oh shit, oh shit, nein! 4-5! Wenn es zum Angriff kommt, der Klotner, dann sitzt meistens der Schuss auch genauso wie bei uns aktuell. Nein, 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 nein! Schön, Stefan! Oh mein Gott, hey, und jetzt gerade der Gegenangriff. Nein, oder doch, nein, doch, doch, komm, komm, nein! Das gibt's doch nicht. Oh, schön, Stefan. Oh, scheiße, das gefällt mir nicht. Schön, Stefan, das gefällt mir. Wir müssen verhindern, dass sie ein Goal machen. Wir müssen es verhindern. Schön, Stefan. Oh mein Gott, sind der Goalie draußen. Und unser hebt. Das müssen wir jetzt machen und das sollte es auch sein. Das Goal ins leere Goal. Jetzt hier
das Goal ins leere Goal. Macht Sinn, keine Ahnung. Auf jeden Fall erzielen wir 6-4. Das ist das Wichtigste. Yes! Machen wir noch weitere Kiste ins leere Goal. Es sieht danach aus. Jawohl, das machen wir. 7,8 Sekunden vor Schluss erzielen wir 7-4. Das ist jetzt die brutalste Siegsicherung. Ich bin richtig froh. Meine Fresse, einfach fucking 11 Goal im ersten Match. Das ist unglaublich. Was passiert da im zweiten Match? Wir werden es jetzt gerade erfahren. Denn da muss ich nichts mehr dazu sagen. Der Match ist entschieden. Wir gehen ab in den zweiten Match. Schaffen wir es, gerade im zweiten Match unser erstes Break zu holen. Das wäre richtig geil. Jetzt müssen wir noch mal den Angriff da können verhindern. Und das klappt einigermaßen. Unser erster Angriff kommt scheiße. Wir dürfen jetzt auf jeden Fall in Unterzahl spielen. Das ist immer lässig, wenn man das darf. Und wenn man bei uns das Pulli verliert, schön, Stefan. Nein. Oh mein Gott. Lässig. 3 gegen 5. So etwas gefällt mir. Das ist geil. Schön, Stefan. Oh mein Gott. Nein. Und schon wieder eine Strafe gegen uns. Nein. Zweites Drittel beginnt. Es ist immer noch 0-0 steht. Bei uns nach dem ersten Match ist kaum zum Glauben. Sonst wir spielen die ganze Zeit in Unterzahl. Oh mein Gott. Oh nein. Jetzt ist es doch passiert. Wir sind 0-2, sind wir rückgeschaut. Man darf einfach nicht aufhören. Ich freue mich, dass es noch 0-0 steht. Jetzt haben sie es ausgenutzt. Wir sind immer Rückstand. Scheiße. Ich will eigentlich den Rückstand so schnell wie möglich ausgleichen, aber ich komme nie zum Angreifen. Jetzt, komm, Pass, Schuss. Nein, Abprallerinigen, etwas auch nicht. Ich komme einfach nicht mehr aus meinem eigenen Drittel raus. Das ist unglaublich. Unglaublich ist das. Meine Güte. Nein! Oh mein Gott, Stefan! Das zweite Drittel ist echt zum Vergessen. Jetzt im letzten Drittel müssen wir eine Kiste machen, so schnell wie möglich. Oh mein Gott, haben wir Glück! Das Glück müssen wir ausnutzen und jetzt den Ausgleich erzielen! Nein! Bulli geht zum Ausgleich! Doch nicht! Langsam können wir endlich mal anfangen, Druck aufbauen. Nein! Das gibt's doch nicht! Schöner Bulli-Sieg! Schönes Goal zum 1-1. Meine Güte, die ersten Drittel ist nicht gelaufen. Und es ist lang gegangen im letzten Drittel, bis wir ein bisschen Druck aufbauen können. Jetzt ist er da gewesen. Und der Ausgleich ist ebenfalls da. Yes! Können wir den Druck weiterhin aufrechterhalten? Das sieht gut aus. Es sieht verdammt gut aus. Mit dem nächsten Angriff erzielen wir gerade 2-1. Das ist ja unglaublich. Absolut unverdiente Führung, wenn man ehrlich ist. Aber sag einfach, Scheiß drauf! Oh, jetzt ist der Goalie draus. Einfach nicht rausgleichen. Sehr schön, Stefan. Angriff aufs leere Goal. Und rein. Noch eins checklässig reindrücken. Ins leere Goal zum 3-1. Yes! Und das war's auch mit dem zweiten Match, wo wir ebenfalls für uns entscheiden können. Somit ist Break im ersten Versuch gerade erfolgreich gewesen. Ich hätte es nicht denken, denn die ersten zwei Drittel und eigentlich auch zwei Drittel vom letzter Drittel, also zweimal zwei Drittel. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, was ich da schnorre. Aber ich bin mir sicher, die meisten von euch werden das verstehen. Sind wir eigentlich das schlechtere Team gewesen? Und dann erzielen wir den Ausgleich und gerade dann auch glücklich den Führungstreffer und dann halt so ins leere Goal, die Entscheidung 3-1. Einfach unglaublich. In zwei Matches sind das, wo sich überhaupt nicht, wo unterschiedlicher nicht hätten sein können. Aber es ist richtig fett geil gewesen. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn das der Fall war und du möchtest keine weiteren Videos mehr von mir verpassen, vergiss nicht, meinen Channel noch kostenlos zu abonnieren und natürlich dem Video einen Daumen nach oben da lassen, um mich zu supporten. Jetzt bin ich auf jeden Fall draußen. Ich danke dir nochmal fürs Zuschauen und wünsche dir somit noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!